Diese Bilder sind entstanden, oder einige von diesen Bildern sind entstanden an der Côte d'Azur, mit der Inspiration der großen Künstler, die wir da besucht haben. Meine Bilder sind Bilder, die aus der Bewegung entstehen. Also zunächst ist es eine Bewegung, ein Strich, eine Linie, eine Bewegung, die ich auf Papier mache. Dann spüre ich diesen Ding nach mit Farbe, mit anderem, mit Straffur, mit Verstärkung. Und dann kommen plötzlich Dinge, die sichtbar werden. Und das ist so, sind in dieser Ausstellung, die meisten Bilder sind so entstanden. Im Maßstab 1 zu 25.000 sind unter Napoleon angefangen, sind aber unter dem Preußenkönig dann vervollständigt worden. Sie haben gerade eine Geschichte erzählt mit einem Pferd oder mehreren Pferden, die gefüttert worden sind, damit sie eine bestimmte Strecke von alleine gehen. Das war ein Schweinewettrennen, was der Baron von Romberg mit dem Gutsbesitzer von Reichsmark hatte eine Wette gemacht, dass seine Schweine von da oben schneller laufen als sein bestes Rennpferd. Und er hatte dann 4 oder 5 oder 6 Wochen, hat er die oben im Mastholz nicht fressen lassen, sodass die Schweine kriegen nur fressen zu Hause im Gut. Dann mussten die jedes Mal, wenn sie fressen wollten, nach Hause laufen, die wurden dann immer schneller. Die hat er so konditioniert, wie man heute sagt. Und mit dem Pferd, der musste den Wegen nach galoppieren und die Schweine sind natürlich querfeldein durch den Wald und durch die Felder nach Hause gerannt und waren, das ist allerdings auch verbürgt, diese Geschichte, liest man in vielen Quellen, die waren also schneller an den Kuben als der Reiter mit dem Rennpferd auf Königreisen eingereiht. Die Schweine konnten dann hier durch die Bachsenke, den Bachsenken folgen. Und konnten hier dann auf direktem Wege mehr oder weniger querfeldein nach Haus Brünninghausen. Die Pferde mussten hier den Weg entlang, die Straße und die Feldwege entlang und mussten an Wellinghofen vorbei, durch Hachenei, vielleicht aber auch durch Hachenei vorbei, auf jeden Fall hier nach Brünninghausen. Das war dann schon ein Umweg. Ja, was ich interessant finde an diesen Karten, das sind die alten Wegformation, also der alte Hellweg, die Salzstraße, diese Orte, die aufgereiht sind wie eine Perlenkette. Niedermassen, Wickede, Asseln, heute alles Vororte von Dortmund, Brake, Wambel, Körne. Wenn man das so schön sieht, dass die hier am Hellweg entsprechend aufgereiht sind bis Dortmund. Es gab auch einen südlichen Weg, das ist die Köln-Berliner Chaussee. Die führt hier an Hörde und Haus Brünninghausen vorbei. Die führt hier durch diese südliche von Orte. Von dieser Köln-Berliner Chaussee findet man am Haus Brünninghausen noch einen alten Meilenstein. Da steht dann drauf, bis Köln so und so viel 100 Meilen.
Wir sehen, könnte man sagen, so ein Skulptur. Der Skulptur zeigt uns eine Frau. Und von außen, die Frau ist genug stark. Und die schaut in Weiten. Und natürlich, der Mensch wird geboren frei und denkt ganz Leben um die Freiheit. Ja. Aber alle Menschen leben in einer Gesellschaft. Und die Gesellschaft begrenzt die Möglichkeiten von Menschen. Und die Begrenzung kommt aus den Gesetzen, welche die Gesellschaft entwickelt für die ganze Gesellschaft. Und das wir sehen in dieser Arbeit. Die Perlen, das ist die Gesetze, welche die Gesellschaft entwickelt. Ja, wir leben in einem gewissen Rahmen, den ja, wir nicht ja, verlassen ja, können. Ja, das ist der Rahmen. Ja. Und das ist die Gesetze, welche die Gesellschaft entwickelt. Ja. Und gibt es noch Untergesetze? Das ist eine. Schauen Sie an. Von der Seite. Mhm. Arbeit muss bekommen ein Name. Mhm. Weil ohne Name und eine Form. Ja, ja. Welche könnte man beurteilen, aha, das etwas wie das oder etwas anderes. Mhm. Und das muss zu dem passen. Der Traumbaum vom Baumtraum. Mein Kirschenherz erschuf sich diesen Baum. Ich esse Kirschen so unglaublich gern. Es wusste gut, ich brauche mehr von diesem Raum. Und will mich hören, auf das Rot zu hören. Will mich lehren. Mein Kinderherz schenkte mir diesen Traum in Rot. Es wollte, dass ich darin baden kann und spiele, mich nähre und die rosenrote Welt erfühle. Es weiß genau, das Liebevolle tut so gut. Mein Kirschenherz erkannte diesen Baum. Die Seele schuf ihm Komplement. Wurzeln im Wasser und am Ufersaum. Entfaltet er die Zweige in den Freiheitsraum, wo man sein Löwenherz erkennt. Der Treuebaum, in Treue zu dir stehen, in Stürmen und im Wind, macht stark. Nicht fliehen, nicht mit der Masse gehen, zum Himmel und zur Erde stehen, das Lächeln in den Blättern sehen, autark und eingebunden wie ein Kind. Im goldenen Mantel zeigt sich heuer der November und lässt sich großzügig auf Farbenspiele ein. So revolutioniert er den Kalender. Er möchte gerne auch mal wonnig sein. Die Birken stehen noch stolz im goldenen Kleid und weisen auf den strahlend blauen Himmel. Und dort ziehen Kraniche in starker Formation nach Süden und mit deutlich lauten Stimmen. Sie halten Pläuschen. Wie zur Kaffeezeit. November lächelt ob der Situation, verlangt von uns eine ganz neue Sicht. Kein Blättchen lief ihm aus dem Ruder, denn als den Winterboten nur sieht er sich nicht. Er weiß bestimmt, er ist Oktobers Bruder. Thank you.
Hallo. Also die Technik der Bilder gestaltet sich so, dass das, dass sie aus Lagen aufgebaut sind. Also es ist eine Untermalung, entweder aus Acrylfarbe oder Ölfarbe. Und die einzelnen Schichten werden übereinander gelegt. Und ja, das kann schon mal Wochen dauern, bis dann das Bild so langsam sich entwickelt. Das bedeutet, jedes Bild entwickelt ein eigenes, eine eigene Persönlichkeit, einen eigenen Charakter im Entstehungsprozess. Mhm. Und dieser Charakter bildet sich durch die Wahl der Farben, als auch durch die Anordnung der Strukturen. Also Sie gehen schon mit konkreten Vorstellungen an ein Bild heran oder lassen Sie sich dann irgendwie doch jetzt den Verstand ein bisschen zurück und einfach leiten lassen vom Gefühl her? Nein, so? Also die Bilder haben schon von vornherein festgelegten Weg. Ach doch. Mhm. Ne? Und der gestaltet sich durch die Farben. Ne? Also ich bin ein Mensch, ich bin sensibel, sehr sensibel für Farben. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto sehe, dann kann ich mir das in Farben zergliedern und dann das Bild dann daraus entwickeln. Entwickeln lassen. Mhm. Also es sind einzelne Farbschichten, die dann übereinander kommen, die aber dann von vornherein feststehen und das hat dann aber auch mit Ihrer jeweiligen Gemütsverfassung auch zu tun, welche Farben Sie wählen dann, ja? Das hat eigentlich weniger von meiner persönlichen Gemütsverfassung, als von der Jahreszeit ist das geprägt. Mhm. Also ich habe festgestellt, im Sommer tendiere ich eher zu kühlen Farben, im Sommer eher zu Blautönen und Magentatönen. Und dann wieder wärmere. Ja. Genau, und im Winter habe ich lieber dieses Erdige und auch jetzt gerade diese Stimmung, diese Herbststimmung draußen, das finde ich sehr... ja, körperlich schon fast. Ja, ne? Ja. Und das nehme ich dann auch als Vorlage für die Bilder. Halt, ne? Und wenn ich jetzt mit den Fingern drüber gehen würde, dann wäre alles rau. Und weil sie ja mehrere Lagen Struktur. Genau, ja. Das ist, manchmal nehme ich eine Leitstrukturpaste, je nachdem, wie strukturiert das Bild werden soll. Mhm. Also, das wird auch von vornherein festgelegt, ne? Ob viel Struktur oder wenig Struktur. Weil das auch den Charakter sehr stark prägt. Und wenn jetzt ganz viel Struktur drunter kommt, dann nehme ich Leitstrukturpaste, weil die einfach. Ab einem gewissen Format ist das einfach leichter, in so einem großen Bild. Mhm. Jetzt bei diesem hier zum Beispiel ist keine Strukturpaste drunter, sondern da ergibt sich das durch die Farbe an sich dann. Ne? Also dann wird die Farbe auch ziemlich pastos aufgetragen und dann ergibt sich natürlich auch eine Struktur. Ja. Gehört auch zu den Bildern dazu, also zum Charakter. Es gibt auch Künstler, die arbeiten so, dass sie keinen Pinselstrich möchten. Also, dass sie eine ganz ebene Oberfläche wollen und die haben dann wieder andere Techniken. Mhm. Ne? Die nehmen dann viel Malmittel oder je nachdem. Es gibt so einige Techniken, um das dann verlaufen zu lassen. Bild hat den Titel Islands wahre Seelen. Bei dem letzten Aufenthalt in Island habe ich vor dem Geysir gestanden, den heißen Quellen, den Wasserfällen und habe diese Energie gespürt, die man dort mitbekommt, wenn man genau davor steht. Und das finde ich jetzt hier wieder in dem Bild als expressive Darstellungsform von den Emotionen.
Man sieht die Nordlichter, man sieht da unten das Wasser, das bewegte Wasser, vielleicht auch ein bisschen Lava noch, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und das Bild ist so die Einladung dazu, mal so ein bisschen zu erfahren, wie das ist in Island. Mein Name ist Nicole Höfemann und ich male am liebsten eigentlich florale Bilder. Das hier gefällt mir ganz besonders gut. Ich finde es auch sehr schön, weil da eine Tiefe drin ist, weil die Farben sehr schön sind. Also das Helle, die Blumen sind sehr zart und wirken sehr durchsichtig. Mit welchem Material wurde das Bild erstellt? Das ist jetzt ein Acrylbild. Meistens fange ich an und mache Aquarellfarbe darunter, lege also ein Aquarell an und dann schaue ich, wie sich die Blumen entwickeln und danach arbeite ich dann mit Acrylfarbe weiter oder mit Öl. Das ist aber jetzt mit Acryl und mit Aquarellfarbe unten drunter. Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Worbel Mops der Dritte. Worbel wie Norbert, nur mit wie Mops. Ein Tier meiner Klasse ist es nicht gewohnt, verlacht zu werden. Entschuldigung, ich bin Lisa Zimmermann. Ich bin Susi Zimmermann. Wir sind Theaterpädagogin, haben seit September 2013 hier unser eigenes Theater in Kitzburg 46. Und wir bieten Kurse, Workshops, Projekte für alle Altersklassen an. Abschluss eines Projektes ist meistens ein Auftritt auf unserer eigenen Bühne. Wir würden aber auch mit unserer mobilen Bühne in Ihre Einrichtung kommen, zum Beispiel in die Schule, in ein Seniorenheim oder wo immer Sie möchten. Das meiste ist möglich, man muss halt mal drüber reden. Sie finden uns im Internet unter www.nix-als-theater.de. Hören Sie mir überhaupt zu? Liebste Prinzessin, einem Tier meiner Klasse sind adelige Königstöchter durchaus nicht unbekannt. Ich verkehre sehr viel mit dererlei Person und glauben Sie mir, ich kenne mich aus. Es war nicht eine unter Ihnen, die Erbsen so schön fand, dass sie den ganzen Tag malen musste. Prinzessinnen haben schließlich etwas anderes zu tun, als den ganzen Tag Erbsen zu malen und an sie zu denken. Wenn Prinzessinnen Erbsen malen und kleine dicke Hunde Windhundrennen laufen, ja wo kommen wir denn dahin? Besinnt sich denn niemand mehr auf das, was er seinem Stand schuldig ist? Ausstellen dürfen. Wir haben die Gelegenheit, diesen Gemeinschaftsraum zu benutzen.
Ich stelle aus Tonsachen und Stein, hauptsächlich Marmor. Ich stelle aus Porzellan gedrehte Sachen, aufgebaute als auch begossene. Und meine Bilder, die überwiegend so Eindrücke aus Asien verarbeiten. Ja, mein Name ist Jürgen Rothan. Ich habe das Vermögen, hier im künstlerischen Bereich für Bethel zu arbeiten. Ich habe eine Festanstellung und hier im Haus sind also Menschen mit erworbenen Hirnschäden. Das heißt, die sind durch Unfall oder Krankheit am Hirn verletzt und können ihren normalen Alltag nicht mehr alleine bestreiten. Die wohnen und arbeiten hier und gehen in die Behindertenwerkstatt oder kommen auch zu uns. Wir bieten hier eine Tagesstruktur, wo auch ein hoher Anteil von kreativem Schaffen gefragt ist. Und naja, wenn Sie sich hier in den Räumen umschauen, können Sie sich doch mal davon ein Bild machen. Ja, hier entsteht in dem ehemaligen Möbelhaus Waldburg eine Ateliergemeinschaft auf 430 Quadratmetern insgesamt. Und verschiedene Nutzer aus dem Künstlerbereich, aus dem kreativen Bereich werden da einzelne Räume nutzen und mieten. Und wir werden dann zusammen den Verein für intergenerative Kulturarbeit
gründen und machen. Ist schon alles vermietet? Es gibt noch zwei freie Räume, aber heute schon wieder mehrere Interessenten, die sich die Räume angeschaut haben und interessiert sind. Was für Künstler kommen hier unter? Aus welchem Bereich? Von Theatermacher über Fotografin, Bildhauerin, Maler. Dann gibt es eine Kinderaccessoire-Schneiderin, eine Hairdesignerin. Also wir sind so eine Mischung aus Künstler und Kreativwirtschaftler. Ja, wir haben ja, das Gebäude steht ja 10, 15 Jahre leer hier. Und im Prinzip ist es noch in dem Zustand, wie das Möbelhaus da irgendwann mal ausgezogen ist. Wir haben ein bisschen sauber gemacht, nutzen ein paar Räume schon mal provisorisch, fürs Stahlgeisterprojekt zum Beispiel. Und im Moment ist der Stand, dass ein Architekt gerade dabei ist zu berechnen, was so die Umbauten kosten werden. Und wir dann irgendwann wissen, was wir hier für eine Miete zahlen werden müssen. Und also wie gesagt, im Moment nutzen wir das provisorisch und der Umbau ist noch gar nicht so richtig angefangen. Und so ist es heute zu besichtigen. Genau, so ist es heute zu besichtigen. Das Stahlgeisterprojekt ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Künstler Franz Josef Oberkönig hier in Hörde, der ja schon sozusagen der Entdecker der Stahlgeister ist und schon Stahlgeisterbilder gemacht hat. Und wir hatten damals die Idee, ein Projekt daraus zu machen, wo wir mit Anwohnern hier aus dem Stadtteil Stahlgeister aufspüren und ihnen Gestalt verleihen. Und dann hatten wir halt das Glück, dass im Rahmen des Stadtumbaus Hörde auch ein paar Gelder für Kulturprojekte hier im Stadtteil zur Verfügung gestellt wurden. Und da haben wir dann einen Antrag gestellt und dieses Stahlgeisterprojekt entwickelt. Haben sich da schon Bewohner gemeldet? Ja, wir arbeiten schon seit Juni mit in drei Workshops. Wir haben einen Fotoworkshop, einen Workshop, der sich mit Geräuschen und Musik beschäftigt und einen Workshop, der Geschichten sammelt. Und da arbeiten wir halt mit den Anwohnern, also jeweils ein professioneller Künstler, der den Workshop leitet. Und dann halt Anwohner hier, die da mitmachen. Werden sich die Teilnehmer des Umzugs auch verkleiden oder kann man sich das so optisch vorstellen? Ja, das ist noch nicht endgültig geklärt. Wir versuchen genügend Arbeitsanzüge von ThyssenKrupp zu bekommen, dass wir so einheitlich ein einheitliches Outfit haben, die Akteure. Ist aber noch nicht ganz klar, ob uns das gelingt, sonst wird uns noch irgendwas anderes einfallen. Das Ganze soll schon irgendwie möglichst skurril und, sagen wir mal, auffällig sein. Wir wollen ja bei diesem Umzug den Stahlgeistern huldigen. Und je besser uns das gelingt, desto eher wird es uns auch gelingen, die Stahlgeister mit Hörde zu versöhnen. Wo man die Spannung des Stahlseils verändern kann und dann kann man mit so einem Spachtel an dem Stahlseil lang schaben oder auf den Deckel klopfen. Ja, also beide Möglichkeiten hat man.
So, wir sind hier in einer Naturheilpraxis. Wie ist denn die Kunst zu dir gekommen in die Praxis? Ja, an sich bin ich nach Tanja gegangen. Die hat hier das Atelier Anschnitt und habe so der Tanja gesagt, habe sie dort kennengelernt als Inhaberin und habe so gesagt, ich habe eine sehr, sehr große Naturheilpraxis und ich bin halt Heilpraktikerin und vom zweiten Beruf auch Sozialpädagogin und ich hätte auch immer Spaß an Kunstausstellungen. Und Tanja, das ist einfach ein ganz liebenswürdiger Mensch, die ist fast am nächsten Tag hier gekommen, hat sich das hier angeguckt in der Praxis und hat gesagt, jo, das machen wir. Tiere sind ein großes Thema von dir, stimmt's? Wie kommst du denn da drauf? Warum? Ich konnte mich früher nie entscheiden. Ich hätte gerne Biologie studiert. Aber ich hätte es nicht geschafft, irgendwelche komischen Tiere aufzuschneiden und mir das von innen anzugucken. Und dann habe ich mich doch lieber für mein zweites Hobby Kunst entschieden. Und ja, so kann ich eben beides zusammenbringen. Kann die Tiere aufschneiden, aber muss das Blut nicht sehen.